Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Charakterguide. Heute haben wir den netten Kasur. Ich dachte, weil er gerade aktuell ja das eine oder andere Gesprächsthema auch erlangt hat, beziehungsweise immer für einige Leute interessant war, wollen wir doch mal ganz kurz schauen, was der so drauf hat. Er ist für mich einer der coolsten Chars, weil er besondere Talente hat, die wirklich Spaß machen. Man braucht einfach nur ganz kurz die Leute ein bisschen infusen, die Feinde mit einem Element. Dann drückt man ein bisschen E, zieht die alle zusammen und kann einen gigantischen Wirbel auslösen. Dazu hat er natürlich noch seine Ulti, die er einsetzen kann, die den Leuten richtig schön den Arsch versohlt. Je nachdem, welches Element hier von der Verwirbelung priorisiert wird. Wenn ihr also Bock habt, ein wenig mehr über den guten Kasur zu erfahren, dann bleibt einfach dran. Ach, ihr seid ja immer noch da. Sehr schön, das freut mich. Ja, nachdem wir jetzt schon die E- und auch die Q-Attacke gesehen haben, wollen wir uns natürlich erstmal die ganzen Eigenschaften dieses tollen Mannes einmal zu Augen führen. Beim Levelaufstieg kriegt der gute Mann auf jeden Fall Elementarkunde dazu. Dementsprechend ist das natürlich auch der Wert, auf den man Fokus legen sollte, denn dieser Mann ist einfach ein Künstler. Nice. Ein Künstler, der mit allen Elementen einfach schöne Reaktionen auslösen kann und entsprechend Schaden verursachen kann. Zudem verwirbelt er die Feinde schön. Dementsprechend und sorgt sie zusammen. Dementsprechend bitte immer unbedingt Elementarkunde auf diesen Mann bauen. Ja, was hat er für Talente? Dann haben wir den Standardangriff mit relativ hohen Werten, muss man sagen. Man könnte hier wahrscheinlich schon relativ geile Schadenswerte rauspushen aus ihm. Das heißt, man könnte ihn wahrscheinlich sogar als Damage-Leader spielen. Reine Vermutung von mir. Ich werde ihn auf Elementarkunde spielen, heißt auf der E und Q. Die E-Attacke, Shihayaburu, die sich anhört wie eine Ulti, aber es ist tatsächlich nur die E, die Shihayaburu, ist die Attacke, wo er hochspringt. Und dann um sich so einen Wirbel schart und wenn er dann die Stampfattacke macht, löst er diesen Wirbel aus. Das heißt, er zieht die Leute mit Anemo-Schaden hoch und macht dann noch diesen Wirbel auf dem Boden. Ganz schön. Also wenn man die einmal drückt, dann springt er nur kurz hoch ein bisschen, zieht die Leute nicht so sehr zusammen am Anfang beim Hochspringen. Und wenn man gedrückt hält, dann lädt er sich quasi auf und ballert diese Schweinepriester alle auf einen Haufen. Was dann natürlich dafür sorgt, dass man dann die auch alle mit nach oben zieht und dann auch mal der Stampfattacke alle erwischt. Die Abklingzeit, wenn man natürlich gedrückt hält, die E, dann ist die Abklingzeit natürlich entsprechend größer. Ja, was kann man noch sagen zu der E? Genau, ich habe die jetzt auf Stufe 4, da wird noch ein bisschen was getan, aber trotzdem wollte ich da jetzt schon was zu sagen. Schon auf Stufe 4 hat die beim kurzen Drücken einen Schadenswert von 240%, beim gedrückt halten sogar 326%. Wenn ich das jetzt hochstufen würde, dann kriege ich nochmal 15% bzw. hier 20% obendrauf. Dann haben wir die Q-Attacke. 348% Schwerthiebschaden. Wir haben beobachtet, wenn er die Q einsetzt, dass er einmal so einen Hieb ausführt. Ich blende das wahrscheinlich auch gerade nochmal ein. Und dieser Hieb macht dann 348% Schaden. Außerdem hat er dann, wenn die Gegner im Wirbel stehen, so einen fortlaufenden Schaden von 159%. Und der Elementarschaden, das heißt, wenn die Verwirbelung entsteht, der liegt bei 48%. Wenn man die natürlich ordentlich hochpusht, dann wird da auch nochmal ordentlich mehr draus. Elementarenergie 60 heißt, er braucht relativ viel Aufladerate, um dann auch relativ schnell an diese Werte zu kommen. Er zieht aber auch viele Partikel aus dem Nichts zu sich ran. Ich denke, dass man wahrscheinlich nicht so ganz so viel Aufladerate braucht wie bei anderen Chars, aber trotzdem sollte man darauf achten, dass der auf jeden Fall auch ein bisschen Aufladerate benötigt. Ja, was soll man beachten? Genau, man löst diese Q aus und dann erzeugt sie natürlich entsprechend dem, was man an Effekten oder Elementen auf dem Feld hat. Entweder der Gegner hat das Element an sich tragend, also wenn man den vorher mit einer Hydro-Attacke oder so angegriffen hat, dann trägt er ja das Element an sich. Oder man selber hat das Element oder das ist in der Umgebung. Dann wird dieses Herbstfeld entsprechend mit dem diesen Schaden weiter erhöhen bzw. weiterhin auslösen über eine gewisse Zeit. Dann haben wir eine passive Fähigkeit. Ich nenne sie jetzt einfach mal passiv. Ist für mich eine passive, weil man sie ja nicht einsetzt, sondern weil sie dauerhaft gilt. Und zwar diese Suomon-Schwertkunst. Die wird mit Level 50, soweit ich weiß, freigeschaltet. So rum. Und zwar ist es der Fall, dass wenn man diese E-Attacke, also Shihayaburu, einsetzt, dass und dann auf dem Gegner landet, am Ende mit der Stampfattacke, der normale Fallschaden, der physische Schaden wird in dieses Element umgewandelt und der Schaden wird auch nochmal erhöht um
200% des Angriffswertes von Kazuha. Bedeutet, neben Elementarkunde sollte man Kazuha auch auf dem Angriffswert bauen. Ganz, ganz wichtig. Der Schaden hier ist immens. 200% des Angriffswertes. Das heißt einfach mal das Doppelte vom Angriffswert. Wenn er 2000 Angriff hat, dann macht er einfach mal 4000 Schaden extra obendrauf auf diesen eigentlichen Fallschaden, der hier entsprechend ja auch schon bei... Oh, Moment. Der ja auch schon entsprechend bei 81% liegt. Also wenn man den nochmal ordentlich hochpusht, dann natürlich den Angriffswert hochpusht und die Elementarkunde, dann hat man auf jeden Fall einen guten Schaden mit diesem Herrn. Genau, dann haben wir noch die Poesie von Fubutsu. Das ist natürlich auch eine ganz nette Sache, denn da kommt es wieder auf die Elementarkunde an. Und wenn er entsprechend... Moment. Okay. Jetzt habe ich es tatsächlich raus. Ich habe es vorhin in der Vorbereitung nicht verstanden. Ich habe das getestet und habe nicht gerafft, wie das funktioniert. Jetzt macht es Sinn. Ich habe das mit der E ausprobiert, mit Shihayaburu. Dabei bezieht sich diese Fähigkeit auf die Q. Wenn Kazuha die Q einsetzt, dann erhöht sich der Elementarschaden nach dem Auslösen einer Verwirbelung durch diese Q für 8 Sekunden um 0,04% von seinem Elementarkundewert. Ich habe das hier mal ausgerechnet und komme dabei auf 0,04% mal 665 Elementarkunde, also auf einen Schadensbonus durch Elementarschaden, also durch E-Attacken oder durch Zauberer, also wenn so eine Mona zum Beispiel mit ihren Hydro-Angriffen raufballert, dann erhöht sich dieser Elementarschaden um 26,6% und das schon bei 665 Elementarkunde. Das ist schon echt ordentlich. Wenn man natürlich das kombiniert mit anderen Truppenmitgliedern, die dann seine Elementarkunde zeitweise erhöhen, dann macht er mit der Kuh mehr Schaden und er erhöht mit seinem höheren Elementarkundewert auch den Elementarschaden anderer Truppenmitglieder und auch von sich selbst. Das ist halt echt krass. Und ich sag jetzt mal, da kommen wir bestimmt nachher auf 35-40%. Das heißt, wenn man so einen Kelch mal betrachtet, was bringt so ein Kelch, wenn man den auf Elementarschadensbonus baut? Dann macht er, glaube ich, 50% mehr Elementarschaden oder so. Und diesen Bonus kann Kazuha einfach auch nochmal geben. Aber ich glaube, die Reaktion muss vom gleichen Typ sein. Also die Verwirbelung muss das Element verwirbeln, was man nachher auch verstärken will. Heißt, wenn ich mit Fischl mehr Damage machen will mit ihren Elektroangriffen, dann sollte ich natürlich vorher auch jemanden mit Elektro applyen, einen Feind oder was, dadurch eine Elektroverwirbelung auslösen und dadurch dann im nächsten Schritt den Schaden von Fischl zu erhöhen mit ihren Elektroangriffen. Wolkenwanderer, das ist natürlich auch ganz sexy. Dieser Typ verringert die beim Rennen verbrauchte Ausdauer aller eigenen Truppenmitglieder um 20%. Wir haben jetzt also einen Anemo-Char, der den Ausdauerverbrauch beim Rennen reduziert. Wie geil ist das denn? Das hatten wir bisher noch nicht. Und dann kann man das schön mit zwei mit einem anderen Anemo-Char verbinden. Da hat man nochmal diesen Bonus, den man als Team, als Anemo-Team hat. Lass uns kurz mal schauen, wie das aussieht. Ich habe jetzt tatsächlich auch immer den mit einem anderen Anemo-Char in Verbindung, heißt mit Jean zum Beispiel. Da bin ich dann zum Beispiel bei dem nochmals verringerten Ausdauerverbrauch um 15%. Das heißt, wir haben einen verringerten Ausdauerverbrauch um 35% und wir haben eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Die Abklingzeit von Fähigkeiten wird um 5% verkürzt. Kommen wir zu den Sternbildern. Und zwar haben wir jetzt hier mit Sternbild 1 einmal die verringerte Abklingzeit für seine Ulti, für seine E um 10%. Ist nicht so ganz krass. Aber der zweite Effekt von der C1 ist natürlich ganz cool, dass bei Anwendung von Kazuha-Schlag, also von seiner Ulti, die Abklingzeit von Shihayaburu komplett übersprungen wird. Bedeutet, wenn ihr also die U einsetzt, die Ulti, die Q, dann könnt ihr direkt danach nochmal die E einsetzen und zwar safe. Ihr könnt also E, Q, E einsetzen und zwar direkt hintereinander, was natürlich an Damage kaum zu übertreffen ist. Ballert rein wie Sau. Zweite, C2, das wirbelnde Herbstfeld von Kazuha-Schlag hat den folgenden Effekt, der ist auch mega krass, holy shit. Während der Wirkungsdauer der Q, also der Ulti, erhöht sich die Elementarkunde von Kazuha um 200 Punkte, erhöht aber auch die Elementarkunde aktueller Figuren um 200 Punkte. Das heißt, wenn ich diese Q auslöse, 200 Punkte mehr Elementarkunde. So, Ahorn erhöht die E,
Dann haben wir hier wieder Lösfika Edera Kasua. Bei weniger als 42 Punkten Elementarkunde. Das muss man beachten. Nur wenn er weniger als 42 Punkte Elementarkunde-Energie hat. Heißt, drei Viertel. Bei 60 ist er ja voll. 45 Punkte sind entsprechend drei Viertel seiner Bubble. Solange er weniger als drei Viertel hat, wird bei Auslösen der E, wenn man sie gedrückt hält, für Kasua 3 bis 4 Punkte Elementarenergie wiederhergestellt. Außerdem, wenn er gleitet, 2 Punkte Elementarenergie pro Sekunde. Beim Gleiten, das ist halt mega geil. Du springst von irgendwo oben runter und dann kannst du mal deine Elementarenergie auf bis zu 3 Viertel hochpushen. Einfach nur das Fliegen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, da erhöht man die Q wieder und da haben wir hier den letzten Effekt, den ich auch gar nicht schlecht fand. Diese C6 verleiht Kasua im Endeffekt 5 Sekunden lang die Animo-Kraft, wenn er die E oder die Q eingesetzt hat. Also er setzt E oder Q ein und hat 5 Sekunden lang Animo-Angriffe. Was natürlich ziemlich geil ist. Und erhöht, was war das gerade? Erhöht den Schaden um 0,2% pro Punkt Elementarkunde. 0,2% heißt ein Fünftel. Wenn wir 500 Elementarkunde haben, macht er also 100% mehr Schaden. Ne? Da haben wir den Damage Dealer. Ich glaube, mit C6 könnte man ihn dann langsam wirklich safe zum Damage Dealer umbauen. Was wirklich brutal ist. Ja, jetzt haben wir einiges gesehen, einiges getan. Jetzt möchte ich natürlich ein paar spezielle Szenen einblenden, die ich sehr feiere oder wo ich ihn nochmal in den Situationen zeige, wo man ihn wahrscheinlich nicht erwartet hätte, wo man wirklich sieht, was der so drauf hat. Und zwar hätten wir da zum Beispiel das Erz. Da kann man einmal schön die E drücken, runterballern und hat dann entsprechend sein Erz eingesammelt. Ja, außerdem haben wir noch diese Funktionalität. Wir können also einfach hier zum Beispiel irgendwo hochlaufen und dann den hier einsetzen und dann können wir ganz entspannt da hochspringen. Wie entspannt ist das denn? Feier ich. Unglaublich. Was ebenso cool ist, man kann halt natürlich dann auch hier die Timmys Tauben mal ein bisschen bedrücken. Und zwar springen wir hoch und fliegen dann darüber und können natürlich zwischendurch auch nochmal in der Luft nochmal nachjumpen, was natürlich hierfür extrem relevant ist. Sonst würden wir die wahrscheinlich nicht alle erwischen. Und dann schön runterspringen und sich das Fleisch gönnen, wie sich das gehört. So ist das nämlich schön. Traumhaft. Super, super cool. Was auch ziemlich cool ist, ist zum Beispiel folgendes. Diese beiden Süßen hier haben natürlich den Wunsch, mich zu killen. Dabei kann ich die jetzt entsprechend schön ansaugen, töten und dann werden ihre ganzen Items dort gesammelt, wo mein Sog gerade rumgewirbelt hat. Das ist ganz cool, da hat man die immer alle auf einem Haufen. Unglaublich toll. Davon blende ich nochmal die eine oder andere Sequenz ein jetzt. Da haben wir es wieder. Oh, ist das schön. Guck mal. Habt ihr euch zudem auch schon mal gefragt, wie ihr diese blöden Fische am besten einsammeln könnt? Das geht auch mit Kasua. Es geht vielleicht auch mit Ganyu, aber es geht halt auch mit Kasua. Wie geil ist das denn? Man springt einfach hier runter und dann setzt man die E ein. Und schon hat man überall Fleischbällchen rumliegen. Wie geil ist das denn? Super entspannt. Was ebenso sehr spannend ist, wir haben natürlich bei den Pusteblumen hier, bei den Löwenzahnsamen, häufig das Problem, dass man da mehrfach seine Attacken aufladen muss und so weiter. Und er hat ja auch nicht nur Animo-Angriffe. Aber er hat mit seiner E eine so krasse Range, dass wir hier einfach mal E gedrückt halten können und trotzdem beide hinten erwischen. Dann könnt ihr euch vorstellen, was für einen Umkreis wir mit der E einfach erwischen können. Das ist unglaublich. Den da hinten werden wir wahrscheinlich aber nicht mehr kriegen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Man könnte aber natürlich dann darüber gleiten zu dem anderen Tier da hinten, zu dem anderen süßen Baby da. Und dann können wir da natürlich auch dann die E einsetzen. Wir können das einmal kurz nachstellen. Zack, rüber und dann hier. Und schnappt man das Ding auch. Genau, was gibt es noch zu beachten im Hinblick auf seine Attacken? Kasua ist ein Elementarkunde-Char. Heißt, wir müssen den ganz klar immer auf die Elemente achten. Wir sehen jetzt hier eine Flamme. Wir können natürlich einerseits die Flamme so inflikten, dass wir hier in der Nähe, also eine Fackel, in der Nähe einfach unsere E einsetzen. Wir können uns aber auch selber einfach mit Feuer inflikten oder applyen. Dann sind wir halt entsprechend jetzt mit Feuer ausgestattet und können dann hier hinten einfach eine Feuerreaktion auslösen. Okay, in dem Falle war das einfach nur, weil die Gegner die Feuerreaktion hatten. Aber im Grunde ist das tatsächlich möglich. Also man geht einfach irgendwo hin, geht auf die Flamme rauf und dann brennt man hoffentlich. So, ich brenne und dann gehe ich hier hinten hin und habe eine Feuerreaktion, was natürlich in vielen Fällen sehr praktisch ist. Man kann sich dann also entsprechend damit darauf vorbereiten. Ich kann mich also einfach hier auf einer Fackel so ein bisschen mit dem Feuer applyen und dann springe ich auf eine Horde Gegner runter, mache die E in der Luft und dann greife ich an und kann natürlich dann von ganz weit oben schon
richtig schön mit Feuerdamage reinhauen, was richtig, richtig cool ist. Woran erkennt man eigentlich, welches Element der gute Herr eigentlich gerade übernommen hat? Das sieht man, indem man den hochspringen lässt und dann wirbelt da schon so ein bisschen Feuer um ihn rum. Und dann drückt man den Angriff und dann sieht man, dass das Feuer dann entsprechend auch ausgelöst wird. Wie werden die Elemente priorisiert? Dazu habe ich auch ein bisschen rumgeschaut. Und man sieht tatsächlich im Alltag, dass Feuer immer am höchsten priorisiert wird. Ich kann jetzt alle hier mit Wasser applyen und kann trotzdem dann die Kuh einsetzen. Und es wird am Ende ein Feuerwirbel entstehen. Feuer ist am höchsten priorisiert. Dazu werde ich aber separat nochmal ein Video machen. Ich zeige euch, werde euch hier aber nochmal ganz kurz erklären, in welcher Reihenfolge ich das jetzt hier gesehen habe. Und zwar habe ich hier mir auch wieder ein paar Notizen gemacht. Genau, die lese ich mal ganz kurz vor. Und zwar wird immer Pyro priorisiert, vor allen Elementen. Pyro ist immer ganz oben. Wenn ihr also irgendwo eine Verwirbelung auslösen wollt, wo Pyro irgendwo in der Nähe ist, sei es in der Umgebung, wenn der Gegner Pyro applied ist oder ihr Pyro applied seid, dann wird auf jeden Fall eine Pyro-Verwirbelung dabei rauskommen. Dann werden wir noch angegriffen. Naja, dann als zweites liegt Eis in der Rangliste. Wenn also irgendwo Eis ist, wenn eine Eis applied ist, man selber Eis applied ist oder in der Umgebung Eis ist, obwohl das glaube ich eher schwieriger ist, weil meistens Wasser dann auch da ist, dann kann das sich ein bisschen verdödeln, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall liegt auch Eis über Wasser. Dann wird, wenn Pyro nicht da ist, Eis verwirbelt. Erst Pyro, dann Eis, dann kommt Wasser. Wasser liegt tatsächlich über den anderen Elementen. Man muss aber beachten, dass Elektro auch besser als Eis ist. Kurz und schmerzlos, achtet am besten einfach darauf, wenn Gegner mit Pfeilen, Elementpfeilen um sich schießen oder wenn Wasserquellen in der Nähe sind. Die können auch manchmal in diesen komischen Töpfen drin sein von den Hillichholen. Oder wenn Fackeln in der Nähe sind. Wenn Fackeln in der Nähe sind, ist es direkt Pyro. Wenn Wasser in der Nähe ist, ist es oftmals direkt Wasser, weil Pyro dann meistens oftmals nicht dabei ist. Eis ist ganz selten. Wenn aber Eis da ist, dann liegt das über Wasser. Wenn ihr also ein Wasser und Eis in der Nähe zusammen habt, dann ist es Eis. Wenn aber Elektro, was auch eher selten ist, irgendwo ist durch einen Elektro-Pfeil oder so beim Gegner applied ist, dann wird eher Elektro genommen als Eis. Wenn aber Wasser in der Nähe ist, wird wiederum eher Wasser als Elektro genommen. Wenn Wasser, Elektro und Eis da sind, dann wird Eis genommen. Wenn Wasser und Elektro da sind, wird Wasser genommen. Wenn Elektro und Eis da sind, wird Elektro genommen. Wenn Pyro irgendwo in der Nähe ist, wird immer Pyro genommen. Holy fucking shit. Ja, und das wäre es dann tatsächlich auch schon mit dem Video. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das mit den Elementarreaktionen werde ich wohl nochmal separat zeigen, damit das Video nicht explodiert. Genau, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr von sowas wissen wollt, dann abonniert mich gerne. Das hilft mir, das bringt euch ja vielleicht auch den Content, den ihr braucht. Ansonsten gerne Daumen hoch. So wie der Typ rechts neben mir das gerade, oder links neben mir von euch aus gesehen, das gerne jetzt zeigt. Und ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bow! Huh?